Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Unepic. Einem Hybriden aus Castlevania und Metroid, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Und ich spreche das hier gerade zum zweiten Mal ein, weil ich habe das Spiel jetzt eigentlich schon aufgenommen zum Teil. Und dann ist mir ganz spontan aufgefallen, hey, der erste Part fehlt. Dachte ich mir so, hey, toll. Gut, dann mach ich einfach nochmal. So, was haben wir denn jetzt hier? Unepic. Auf jeden Fall ein RPG, das ich eigentlich schon mal angetestet hatte. Werden wir ja gleich sehen. Aber ich muss jetzt leider einen neuen Spielstand anlegen und nochmal bis zur Stelle, ich hoffe mal, dass ich es noch hinkriege, wo der zweite Part dann losgeht. Das heißt, ich nehme jetzt nochmal nachträglich auf und schiebe den Part einfach davor. Muhaha, weil ich so böse bin. Nein. Also dann, ich muss jetzt nochmal einen neuen Spielstand anlegen. Machen wir das einfach mal Einzelspieler. Da sieht man einmal angetestet, gespielt. Man sieht 18% erkundet bisher. Tja, 1 Stunde 39 Minuten bisher. Und jetzt darf ich nochmal ein neues Spiel anlegen, weil mir der erste Part natürlich fehlt. Tja, machen wir das so gleich mal. Spiel starten. Ach man, ist mir jetzt egal. So. Und zwar spielen wir selbstverständlich auf Mittel. Ach ja, eine schöne, typische D&D Tischrunde. Okay. Als du den Kerker betrittst, stehen dir auf einmal zwei Skelette mit rostigen Äxten im Weg. Das unheimliche rote Licht in ihren Augenhöhlen fixiert dich. Was tust du? Ich lade meinen Elfenbogen und schieße. Moment mal. Willst du wirklich mit einem Pfeil auf ein Monster schießen, das nicht bluten kann? Was denkst du, wird passieren? Dass der Pfeil zwischen ihren Rippen hängen bleibt und sie langsamer macht? Hey, das funktioniert in Videospielen. Haha, Dödel. Das Beste an RPGs ist doch, dass du gesunden Menschenverstand einsetzt. Na komm, tritt beiseite und lass den Kleriker seine Arbeit machen. Ich nehme mein heiliges Symbol und richte damit die Untoten. Verschwindet in das Loch, aus dem ihr gekommen seid, üble Kreaturen. Würfel ein D20. Würfelt ein D20. Ein blendendes Licht leuchtet in ihren Schädeln auf. Beide Skelette schreien und ihre Knochen fallen zu Boden. Nehmt das! Zwei Skelette mit einem Schuss. Gott, bin ich gut. Okay, ich gehe schnell voran, um zu sehen, ob sie irgendwelche Beute haben. Während du auf sie zugehst, trittst du auf eine lose Platte im Boden, hörst einen Klick und ein Speer springt direkt unter deinen Füßen hervor. Verdammt, ich habe eine Falle ausgelöst. Ich habe einen Rettungswurf, oder? Erik, gib mir mal die Chips. Hey Leute, lasst uns eine Pause machen, ich muss pinkeln. Schon wieder? Verdammtes Bier. Am Ende des Flurs linke Tür. Der Lichtschalter ist außen. Aber ich denke mal, wenn die sich hier tatsächlich regelmäßig zu Rollenspielabenden treffen, warum in drei Gottes Namen muss man dann dem jeweiligen welchen noch erklären, wo das Klo ist? Ja. Okay, bin in einer Minute zurück. Schweine, ihr habt das Licht ausgemacht. Ich bin hier am Pinkeln. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Ich kann im Dunkeln nicht zielen. Verdammt, ich kann nichts sehen. Was zur Hölle? Wo ist das Klo? Ich raff's nicht. Ich hab doch gerade da reingepinkelt. Ups, ich glaube, ich habe auf den Boden gepinkelt. Mal sehen, ob ich die Tür finden kann. Nö, das ist eine Wand. Wow, die Wand ist rau. Ich könnte schwören, dass sie vorher eine Tapete hatte. Nichts. Ich kann die Tür nicht finden. Und das ist definitiv nicht das Bad. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich nehme besser mein Feuerzeug zur Hand, so dass ich wenigstens etwas sehen kann. Finde das Feuerzeug in deinem Inventar. Wenn du es gefunden hast, wähle die Option Ausrüsten. Um das Inventar zu öffnen oder zu schließen, drücke Inventar I. Ich drücke Inventar I. Ich möchte Feuerzeug verwendet, um Lichter anzuzünden und Joints zu drehen. Keine Ahnung, wie man mit einem Feuerzeug Joints dreht, aber er kann es. Dann rüste ich mal aus. Klick. Ich sehe was. Gott sprach, es werde dich durch Kopf stoßen. Oh. Was ist das? Steinwände? Säulen? Dunkelheit? Wo zur Hölle bin ich?
Natürlich. Diese Schweine haben mir Psychopharmaka in mein Bier geschüttet. Ich habe Halluzinationen. Cool, es sieht fast real aus. Ja, meine Reaktion auch. Was ist das? Da vorne ist irgendwas. Es sieht aus wie heilige Scheiße, ein Skelett. Ich bilde mir schon Dinge ein. Wahrscheinlich ist das Rickys Oma, die gerade ein Nickerchen macht. Ich kann sie als Skelett sehen. Oder vielleicht ist das Chester Chopper Pot. Hat er einen Schlüssel? Ich kann nicht schauen, mal nachzusehen. Oh nein, Piekser. Mist, dieser Ort ist voll mit Fallen. Oh, nun kapiere ich es. Die Hallen, das Skelett, die Falle. Ich bilde mir ein, in einem RPG zu sein. Dann muss ich in einem Dungeon oder einer Burg sein, die mein Unterbewusstsein erschaffen hat. Okay, während die Drohungen wirken, bin ich also ein Spieler in meinem eigenen RPG. Cool, ich spiele gegen mich selbst, auch wenn ich nie ein Dungeon Master war. Yeah, was auch immer sie für ein Zeug in meinem Bier getan haben, es ist wirklich großartig. Ich zeichne besser mal eine Karte, sodass ich mich nicht verlaufen kann. Drücke Karte, K, um die Karte aufzurufen. Du kannst die Notizen machen, wenn du ein Gebiet anklickst. Wow! Huhu, jemand zu Hause. Sieht alles ein Land aus. So, was haben wir hier? Eine Leiter. Krabbeln wir mal runter. Nochmal eine Leiter. Und dann gehen wir mal weiter. Hey, was ist das denn? Oh mein Gott. Will ich wissen, wer da hingefurzt hat? Ah, wir haben anscheinend einen Gast. Und er ist unbewaffnet. Will er mich verarschen? Ich habe immer noch meinen Verstand. Was? Nein, ich wollte gerade gehen. Nein, warte, lass mich dir meine Gastfreundschaft angedeihen. Hey, ich möchte dir keinen Ärger machen, okay? Fürchte dich nicht. Es wird keine Mühen machen, deine Seele in Besitz zu nehmen und aus dir einen ewigen Bewohner dieser Burg zu machen. Was? Nein! Scheiße, das war gruselig. Das Schattending sprang auf mich zu. Einen Moment mal, wo ist es hin? Das ist unmöglich. Es ist kein Glaube in dieser Seele. Ich kann diesen Körper nicht kontrollieren. Ich höre da eine Stimme in mir. Heilige Scheiße, ich bin besessen. Verdammt, ich kann nicht entfliehen. Ich bin in diesem Körper gefangen, diesem Gefängnis aus Fleisch. Ich bin besessen. Ich bin besessen. Warum zur Hölle hängst du hier herum und greifst Besitz von anderen Leuten, hä? Wenn ich von einer Seele Besitz ergreife, erlange ich die Kontrolle über den Körper und kann tun, was immer mir auch gefällt. Ja, aber mit mir hat das nicht geklappt, oder, du Arschloch? Ha, fick dich! Ich muss jetzt einfach nur geduldig auf deinen Tod warten. Dann bin ich wieder frei. An diesem Ort wird es nicht lange dauern. Ja, was auch immer. In einigen Stunden wird die Wirkung der Drohung nachlassen. Du machst mir also keine Angst. So ist es. Und damit wollen wir mal freudenspringend ins nächste Gebiet einfach mal hopsen. So. Sieh dir diese Leichen an. Einstmals waren sie Kreaturen, die es wagten, diese Burg zu betreten. Nun sind ihre Knochen das Testament ihres Mutes. Deine werden sich bald zu ihnen gesellen. Nein. Nicht, wenn wir es verhindern können. Oh. Hey, ein Schwert. Endlich. Es muss einem der Toten gehört haben. Ach, Quatsch. Hey, dunkler, nebiger Typ. Du hast Glück, weißt du? Wenn ich dieses Schwert früher gehabt hätte, hätte ich dich in zwei Teile geschnitten. Haha, bring mich nicht zum Lachen, Sterblicher. Wärst du nicht so dumm, würdest du wissen, dass ich keinen Körper habe und keine Waffe mich verletzen kann. Aber in Videospielen tötete ich hunderte Geister mit einem Schwert. Eine Welt, wo Schatten und Geister mit normalen Waffen verletzt werden können? Du bist nicht nur dumm, sondern auch ein Lügner. Ach, halt den Mund. Ich nehme das Schwert jetzt. Um das Schwert aufzuheben, stell dich daneben und drücke Aktion Eingabe. Um es zu verwenden, gehe in das Inventar und wähle Ausrüsten. Sehr schön. Das haben wir. Und jetzt können wir endlich alles verprügeln. Wuhu! Boom! Schau dir diesen Schatz an. Diese Schätze an. Ich bin reich. Wie viel ist das Gold wert? 1500 die Unze? Mit nur einer dieser Münze kann ich eine neue Konsole kaufen. Mann, ich bin ein Idiot. Das ist alles eine Halluzination. Es ist so, als ob man von einem Lotteriegewinn träumt und mit nichts aufwacht. Nimm dir einige Münzen. Du kannst mächtige Artefakte und tödliche Waffen kaufen. Yeah, warte mal.
Warte mal, du wartest doch auf meinen Tod, um frei zu sein, nicht wahr? Warum gibst du nun mir Ratschläge? Stell keine dummen Fragen. Sieh hin, wie schön diese Münzen funkeln. Ja, funkelnde Münzen. Willst du einen Teil des Schatzes einsammeln? Stelle dich davor und drücke Aktion. Goldgier! Ja, damit. So. Wuhu, Gold. Wie einfach es war, dich auszutricksen. Warum bist du so ein Dummkopf? Was? Was sagst du? Deine Gier war dein Untergang. Aber mir brachte sie die Freiheit. Nein, ich sterbe. Ich verliere Trefferpunkte. Zur Hölle, was ist los mit mir? Ich fühle mich schwach. Ich verliere meine Kraft. Oh nein, der Wecker. Scheiße, fühle ich mich schlecht. Ich kann kaum noch stehen. Endlich frei! Ja, so schnell geht es hier. Nein, natürlich nicht. Einzelspieler, wir wollen natürlich weiterspielen. So, hier starten wir wieder. Dann wollen wir mal loslegen. So, das kann ich jetzt getrost überspringen. Ja, das hatten wir jetzt alles schon. So. Ausrüsten und jetzt geht's los. Boom. Dann laufen wir jetzt mal einfach an Gold vorbei. Geh zurück. Du hast deine Münzen vergessen. Trottel, wer zweimal auf denselben Trick hereinfällt, ist selber schuld. Trotzdem danke. Drücke Menü, um das Menü zu öffnen und um an alle Optionen heranzukommen. Da haben wir's. Also ja, wir haben einen ganz normalen Charakterbogen, mit dem wir halt verschiedene Dinge skillen können. Es kommt natürlich auch noch neue hinzu, das ist selbstverständlich. Wie zum Beispiel Magie. Magie ist noch nicht da wirklich dabei. Aber wir lernen selbstverständlich auch noch Magie. Ah, eine Schlange. Die ist riesig. Scheiße. Scheiße, dieser Fick ist so groß wie ich. Drücke Angriff, Leertaste, um anzugreifen. Scharfe Waffen wie Schwerter sind sehr effektiv gegen lebende Kreaturen. Schlange, Schlange, Schlange. Also es ist eine Anspielung an Snake, Snake, Snake. Ich glaube Mortal Kombat. Eine Truhe. Und wo eine Truhe ist, gibt es auch Beute. Warte mal, was war Sniper Elite? Oh Gott, Sniper Elite? Oh Gott, wo war ein Snake nochmal her? Sniper Elite? Elite Sniper? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Drücke Aktion, wenn du vor einer Truhe stehst, um diese zu öffnen. Wenn du etwas enthalten sollte, drücke erneut Aktion, um es aufzuheben. Streitgolem! Sofort erstmal zuweisen, also einweisen oder so ähnlich. So. Schnelltasten. Hoppala. Him! Hier sind einige Fässer. Sieht so aus, als würden sie seit einer langen Zeit hier stehen. Sie sind vergammelt. Das heißt, die sind dazu da, um kaputtgeschlagen zu werden. Streitkolben und Äxte sind super effektiv gegen solide Gegenstände oder Monster mit Rüstungen. Schwerter, Dolche oder Speere sind dafür weniger geeignet. Ein Streitkolben zu verwenden, um ein Fass kaputt zu schlagen, ist die beste Option. Oder eine Axt, wie wir es gerade gelernt haben. Geld! Money, money, money! Und Pfeile. Noch mehr Money! Noch eine Schlange. Lass uns ein paar Schlangensteaks machen. Um zwischen Waffen zu wechseln, ohne das Inventar zu öffnen, kannst du die Waffe einmal mit Schnelltaste festlegen. Genau. Zack. Nein, du frisst mich nicht oder beißt mich. Hui. Leichter Kurzbogen nehme ich mit. So, den legen wir selbstverständlich auch auf eine Schnelltaste. Zack. Eine Fackel. Lass sie mich anzünden. Es ist ziemlich dunkel hier drin.
Moment. Oh, niesen und drücken. Drücke Aktion, wenn du vor einer Fackel stehst, um diese anzuzünden. Mach mal. So. Hey, eine Öllampe oder sowas in der Art. Ich zünde sie besser auch an. Ich hoffe, Belmont kommt nicht vorbei und macht die Dinger wieder aus mit seiner Peitsche. Das hoffe ich immer sehr. Drücke Aktion, wenn du vor einer Lampe stehst, um diese anzuzünden. Das hoffe ich mal, dass der Penner nicht vorbeikommt. Hey, dunkler, nebliger Typ, wie ist dein Name? Ich habe keinen Namen. Wie soll das gehen? Der Lord dieser Burg hat keinen Namen? Falsch. Ich bin nicht der Lord dieser Burg. Ich bin ein Schatten und meine Aufgabe ist es, diesen Ort zu beschützen. Du bist also nur ein Lakai. Eines dieser One-Hit-Wonder. Hätte ich auch nur einen Funken der immensen Macht meines Lords, könnte ich dich einfach so vernichten. Schnipp mit den Fingern, steht da. Nun, Schattentyp, diese Burg und dein Meister sind nur Erfindungen meiner Einbildung. Lass uns sagen, dass ich der große Erfinder von all dem hier bin. Und nach einiger Zeit wird alles verschwinden und niemand wird einfach so vernichtet. Stipp mit dem Finger. Du, eine lächerliche Kreatur aus Fleisch und Knochen, der Erfinder von allem? Haha, du bist ein Lügner oder ein Dummkopf. Egal, aber ich gebe dir einen Namen. Namen sind ohne Bedeutung für mich. Mal sehen. Was ist mit Zebra? Es ist mein Lieblingsname für meine Konsolencharakter. Wage es nicht, mich so zu nennen. Wie du wünschst, Zebra. Im Übrigen habe ich mich noch nicht vorgestellt. Interessiert mich nicht. Ich bin bekannt als Streicher, aber mein richtiger Name ist Aragorn, Aratons Sohn. Und ich bin der rechtmäßige Erbe des Königreich Gondors. Oh Mann. Oh je, ich bin gefangen im Körper eines Dummkopfs. Du nennst mich dumm? Wer ist wohl dümmer? Der Dummkopf oder der Dumme, der ihm folgt? Bäm! Vernichtet. So, dann usen wir mal wieder unseren Streitkolben. Hoppala, das wollte ich mit Leertaste springen. Ach, das ist weggesteckt. Nochmal 8 Pfeile, nehme ich mit. Und nochmal 10 Pfeile, nehme ich auch mit. So, angezündet. Krieche, wenn du nahe eines Abgrundes bist, um ihn anzuleuchten. Aha! Oh, kleine... Was weiß ich, was das für Viecher sind. Aber sie gehen gut mit dem Streitkolben kaputt. So. Und damit hat man das vollständig. So, gucken wir mal. Oh, kleine Raupennimmersatz. Das ist aber ziemlich ungünstig, wie die gerade stehen. So springe ich immer in irgendeine rein. Stirb, kleine Raupe Nimmersatt. Oh, ein kleiner Saphir. Ganz viele Raupen Nimmersatz. Erfahrungspunkte. Wie ich sie auch gerne nenne. Gehen wir erstmal hoch hinaus. Schlüssel zu den Gärten. Aha. Schlüssel zur der Kanalisation. Toll. Aber wir haben schon mal alle Fackeln angezündet, das ist sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Haha! Ich meine natürlich, ja. Bei den Göttern von Kobol, was ist dieses Ding? Ich habe keine Ahnung, woher diese Anspielung ist. Es ist ein magisches Gefängnis. In ihm ist einer der reinen Geister von Harnakon.
In dieser Box ist ein Geist eingesperrt, etwa ein rivalisierender Gott. Falsch, törichter Sterblicher. Der Geist darin steht unter dem Befehl des großen Meisters. Wirklich? Warum ist er abgeschlossen? Es ist ein reiner Geist, der nicht in dieser Ebene existieren kann. Die Box isoliert und schützt ihn. Wie dem auch sei, er kann durch diesen Lichtstrahl kommunizieren. Wow, das muss ein wichtiger Typ sein. Was tut er? Ich werde diese Information nicht enthüllen. Nein? Okay, dann frage ich ihn. Du? Aha, dummer Sterblicher. Er wird niemals mit einer unbedeuteten Nacktschnecke mit dir reden. Wirklich, wir werden sehen. We will see. Juhu! Knöchel gebrochen. Dann wollen wir nochmal mit dieser Macht sprechen. Entaro Andun. Ich glaube, Starcraft. Wer ist dort? Merkst du es nicht? Ich habe von diesem Körper Besitz ergriffen, um eine wichtige Mission für meinen großen Lord Harnakon auszuführen. Du elender Lügner. An Korabash, lange ist es her. Was ist das für ein Körper, den du dir da genommen hast? Ich sah noch nie zuvor ein Wesen wie dieses. Dieser Körper, den ich nahm, gehört zu einer privilegierten Rasse, den Menschen. In diesem Fall werde ich die Gesundheit dieser Hülle wiederherstellen und all seine Gebrechen heilen. Ich danke dir. Mein großer Lord wird von deiner Unterstützung sicher angetan sein. Ich werde zu dir kommen, sobald ich deine Hilfe benötige. Es gibt da noch etwas. Mein großer Lord gab mir einen neuen Namen. Von nun an soll ich bekannt sein als Zera. So soll es sein, Zera. Solange ich hierher kommen kann, bin ich sicher. Drücke Aktion, wenn du vor der Box stehst, um das Spiel zu speichern und deine Gesundheit wiederherzustellen. So, ich... Hast du gehört, Zera? Ich bekomme garantierte Heilung. Das ist wunderbar. Werde ich verletzt und gehe hier zurück, werde ich wiederhergestellt. So, als ob ich in einer Taverne in Dragon Warrior raste. Ich darf nur nicht sterben, bevor ich hierher zurückkomme. Du bist ein Unhold und ein Spitzbube, weil du mich verdrängen willst. Ein besessener Mann würde seinen Namen mit Stolz tragen. Ja, ja, sicher, ich bin nicht so gut in Zeremonien. So, ich glaube, hier ist dann auch der erste Part dann tatsächlich zu Ende gegangen. Und von daher wird es normal weitergehen dann im zweiten Part. Hier oben werden sich eventuell ein paar Zahlen ändern. Also zumindest das Geld. Ja. Und dann... würde ich mal sagen, sehen wir uns dann ja in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.